Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich dir das schriftliche Multiplizieren mit Kommazahlen. Beim schriftlichen Multiplizieren mit Kommazahlen gibt es nur eine einzige kleine Regel, die man sich merken muss. Und sonst bleibt alles so, wie man es vorher beim schriftlichen Multiplizieren gelernt hat. Und die Regel ist ganz einfach. Merke, zähle die Kommastellen. So, hört sich erstmal komisch an, aber das zeige ich euch jetzt. Wir rechnen 8,3 mal 1,4. Und jetzt, wenn ich die Aufgabe sehe, dann weiß ich schon, dass das Ergebnis zwei Kommastellen hat. Weil nämlich in der Aufgabe auch zwei Kommastellen da sind. Hier ist eine und hier ist eine. Und jetzt tun wir erstmal so, als ob die Kommas gar nicht da sind. Wir rechnen ganz normal mal. 1 mal 3 sind 3 und 1 mal 8 sind 8. Nächste Zeile. 4 mal 3 sind 12. Einen merke ich mir. 4 mal 8 sind 32 plus den 1 sind 33. Strich drunter. Und jetzt addieren wir. Nix und 2 sind 2. 3 und 3 sind 6. 8 und 3 sind 11. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, wo muss das Komma hin? Zähle die Kommastellen. Hier ist eine, hier ist noch eine, also 2. Und dann kommt das Komma hier hin, damit ich wieder 2 Kommastellen habe. Das war das Prinzip und jetzt zeige ich noch ein weiteres Beispiel. So, 31,4 mal 1,21. Wieder unsere Regel. Zähle die Kommastellen und schon wisst ihr, klar, das Ergebnis wird 3 Kommastellen haben. Probieren wir es aus. Auf geht's. 1 mal 4 sind 4. 1 mal 1 sind 1 und 1 mal 3 sind 3. Zweite Zeile. 2 mal 4, 8. 2 mal 1, 2. 2 mal 3, 6. Und die letzte Zeile, ziemlich einfach, 1 mal 4 sind 4, 1 mal 1 sind 1 und 1 mal 3 sind 3. Strich drunter, natürlich mit Lineal und nun wird addiert. Nix und nix und 4 sind 4, sind 9, sind auch 9, 1 und 6 sind 7 und 3. Wie beim Addieren, kennen wir. Und jetzt? Eine Kommastelle, zwei Kommastellen, drei Kommastellen. Zähle die Kommastellen, habe ich gemacht. Und nochmal, 1, 2, 3. Und da kommt das Komma hin. Und schon bin ich fertig. Ist doch ganz einfach, oder? Okay, das war's.